Nehmt ihr auch Bitcoins? Aber wir nehmen auch in Steam Geschenke. Nee, sowas kriegt ihr von Geier! Mir. Herzlich willkommen zurück zu Rhythm mit Elobius und den Gorobai. Und den Nephias. Es kam jetzt sehr spät, ich dachte, ihr lasst mich alleine. Nein, ich musste gerade nur so einen Lava-Einbruch wieder. Ja, Lobius hat gerade noch eben Pokémon gespielt zwischen Runden. Nein, psch, erzähl das nicht! Erzähl das nicht! Ja, wir haben nämlich was Verbotenes getan. Wir haben echt 2 Minuten Pause gemacht bei deinem Aufnehmen. Das ist echt. Ja, das ist jetzt. Darauf steht normalerweise die Todesstrafe. Bei Building-Folgen! Oh Mann. Gorobai, du bist da vorhin an Dia vorbeigelaufen, ey. Weiß. Ich wollte mir die aufheben. Nee, er wollte den Kommentar gerade jinxen, damit ihr den schreibt und jetzt steht er da. Im Übrigen, ich mach nochmal Call to Action. Call to Action, Call to Action, wer hat noch nicht, wer will nochmal? Abonnieren, favorisieren, Kommentare schreiben, es ist alles wichtig, ja? Und auch gerne Geld. Und ich habe ja, hab ja mal hier in der Folge gesagt, dass wir reden müssen, liebe Zuschauer, und dass ihr mehr liken müsst. Wollt ihr komisch, Fragen beantworten? Komischerweise, nee, jetzt gerade nicht. Jetzt ist wieder hier Call to Action angesagt. Komischerweise hat das in der Folge sehr gut funktioniert. Können wir das danach machen? Nicht mehr. Können wir das bitte standardmäßig einführen? Das wäre sehr nett, dankeschön. Wir müssen Anfang der Folge Call to Action machen. Ah, direkt am Anfang nach Favos und nach Likes battlen ist auch mal so kacke. Ja, gut, aber wissen die Leute gleich, wo es lang geht. Herzlich willkommen zu Rhythm. Liken und favorisieren und wir machen jetzt weiter. Und Geld da lassen, wenn es geht. Mein Donation-Link ist hier. Bitte jetzt eins rein. Klick. Die Folge geht erst weiter, wenn du 5 Euro bezahlst. Und dann so eine Annotation einfügen, die 5 Sekunden Pause einfügt, damit sie das glauben. Oh nein, das ist echt stehen geblieben. Oh nein, ich muss schnell überweisen. Stimme ist, es gibt Leute, die würden darauf reinfallen. Das kannst du eigentlich nicht bringen, sowas. Ich glaube, so jemand wie Lobius würde schon drauf reinfallen. Ja, ich glaube auch. Dann würde ich sagen so, nein, okay, ich bezahle. Bezahle, wo muss ich unterschreiben? Nehmt ihr auch Bitcoins? Aber wir nehmen auch in Steam Geschenke. Nee, sowas kriegt ihr von Geier. Mir. Geier! Oh, Lava, alter Schwede. Hier, das ist eine Note, die kenne ich sogar. Bin ich fast tot gewesen. Oh, pfff. Scheiß Hexer. Scheiß Hexer oder 2 Sechser hast du gesagt? Scheiß Hexer. Scheiß Hexer, 2 Sechser. 2 Sechser. Sechser, würde ich sagen. Waren 6 Sechser. Wir sind Lobis persönlicher Sechser im Lotto, ja? Warum glaubst du denn, hat er schon die letzten 3 Wochen nur mit uns aufgenommen, Building-Folgen? Er kann es gar nicht abwarten. Er hat schon an Dalu geschrieben, im nächsten Projekt möchte ich gerne mit dem Team sein. Ich möchte beim nächsten Projekt gerne bei denen im Team sein, geht das? Ja. Bitte, Dalu. Egal, wer sonst dabei ist, ich möchte gerne mit denen 2 zusammen. Durch die gewinne ich jeweils. Geld. Gewinne. Dieser Lugubi, er ist ja schon süß, ne? Ja, manchmal. Nee. Manchmal ist er das. Manchmal ist er mal stur und doof. Ich baue mir einen Magierturm. Ich bin mit meinem Schiff echt nicht zufrieden, ne? Wisst ihr, was geil ist? Na? Es ist Wochenende! Ich wollte gerade sagen, ich, aber... Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass ich geil bin. Es ist Wochenende, ja, aber für die Zuschauer ist es ja schon Sonntag. So geil ist sonntags nicht. Oh, und da ist die Zuschauerbindung gesunken. Danke, Lobi. Oh, scheiße, Sonntag, ey. Erstmal ausmachen. Erstmal schön chillen. Sonntag und ich guck dir den Scheiß Folgen. Immer wieder Sonntag. Ich guck erstmal das Super-Talent. Ja. So, habe ich jetzt schon wieder genug Hühner? Kann ich schon wieder welche hier rauslassen? Lauft! Jeder da raus will, kann laufen! Los! Das ist eure Chance!
2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist okay, eure Chance. Sie drängelt sich ans Gatter. Guck mal, sie wollen raus. Und jetzt haben sie gesehen, wie ihre Geschwister gestorben sind. Jetzt das ist eure Chance. Oh, eins hat sie wieder rausgeschafft. Ja, da wird es gleich eingesogen. Gleich rein. Was du gerade wieder aus Versehen Hühner töten. Tot. Es ist so geil, wenn die Hühner sterben, wenn plötzlich nur so ein blauer Schein, der so erscheint. Und man auf einmal einen Chicken Wing da liegen hat. Chicken Wing. Knusprig. Knusprig ist er nicht. Die werden echt mit Haut und Haaren hier geopfert. Ja, ist echt so. Nein, die armen kleinen süßen Kinder. Baby Hectate? Wie geil ist das denn? Was hast du gesagt? Hectate? Es gibt doch diese Toten hier, diese Untoten, diese Geister, die so und sonst nichts machen. Da gibt's Babys von. Die machen die Geister? Wisst ihr, was eine Hexenhand macht? Was? Wisst ihr, was eine Hexenhand macht? Kannst du damit kannst du Steinschere Papier spielen. Ich wollte sagen, kannst du Schnick, Schnack, Schnuck mitspielen. Das ist jetzt kein Scheiß, cool. Lobi. Ja, du glaubst es nicht, ne? Nein. Nein. Kannst du halt wirklich? Nein. Kann man nicht. Ja, pass auf, stell dich mal vor einen Mob. Und mach Rechtsklick auf den Mob. Dann holt er seine Faust raus und schlägt mit Steinen. Nein, der fängt dann an mit dir zu spielen. Ja, genau. Mach mal. Der spielt mit mir. Ja, hast du eine Hexenhand? Ja. Ja, dann mach doch mal. Nein. Ich hab hier keine Monster. Hast du Angst? Hast du Angst, dass wir dich verarschen? Lobby, hast du Angst? Ja. Lobby, hast du. Hast du. Lobby, was du willst, ist doch auch. Nein! bitte nicht. Mit dem Enderman macht's am meisten Spaß. Okay, das ist irgendwas Gutes. Musst du mit dem Wither machen. Yay, Wither, lass mal zocken. Ich muss irgendwie ins Ende gelangen. Dann habe ich das Spiel durch. Achso. Du wisst warum. Weil Minecraft durch ist, ne? Ja. Du bist durch. Total durch ist er. Durch ist er. Durch den Kompost. Steine habe ich wieder. Aber sonst geht's euch gut, oder? Oh ja. 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 In der Küche steht eine warme Pizza. Für dich? Ja, für mich auch. Für dich ganz allein. Ja. Große Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Oh nein. Jetzt wisst ihr, was der Lobius den ganzen Tag macht. Pizza ist die Pizza für dich und mich. Lobius guckt den ganzen Tag SpongeBob-Folgen. Ja. Ich kenne einfach alle 1000 Millionen Folgen von ihm. Alle. So viele Folgen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man sich als erwachsener SpongeBob heutzutage nicht mehr angucken. Warum? Weil man nur noch darüber denkt, wie dumm das ist. Ja, leider. Ist es so? Denkst du, dass SpongeBob dumm ist? Wie unlogisch ist das verdammte. Ist es das, Nephias? Möchten wir jetzt darüber reden? Ich meine, Chuck Norris kann auch unter Wasser grillen, aber warum kann SpongeBob das? Dein Chuck Norris. Oh, da habe ich oben ein Hühnchen freigelassen, das ist sofort geopfert worden. Oh nein, so ein Mist. Im Blutalter? Was Ähnliches. Nein, das dürft ihr ja gar nicht machen. Ich habe nicht Magie zu. In Lava? Aber vielleicht habe ich ja vorher schon Blutalter gehabt. Ja, aber dann dürft ihr es ja trotzdem nicht machen. Weil dann kriegt ihr ja mehr Blut in den Blutaltar hinein. Na, also er hat das so gebaut, dass die da automatisch sterben, wenn die nur in die Nähe gehen. Hast du das nicht so? Nein. Das heißt, die entscheiden sich selbst zu sterben. Also die. Ich kann ja nichts dafür, wenn meine Hühner rauslaufen. Ja, eben. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Es ist aber echt so, die gehen raus und sterben. Da kann er nichts zu, er kann das nicht kontrollieren. Ich kann wirklich nichts dafür. Ich hab die Luke aufgemacht, aber gehen sie denn raus? Ja, was? Einfach in sein Haus rein und dann sterben sie, weil der Altar da steht. Er glaubt es nicht. Er glaubt es einfach. Glaube ich auch nicht. Kann ich nicht glauben, ich weiß nicht warum. Du guckst einfach nicht unsere Folgen. Nein. Nein? Du musst doch deinen Feind kennen. Kenn ich doch. Ich kenne Rather, das reicht mir. Der ist stark genug, ihr seid schwach. Oh. Ja, wollen wir kämpfen? Ich bin dafür.
Aber es gab noch nicht die Regeländerung, dass wir kämpfen müssen, oder? Egal, trotzdem können wir kämpfen. Nur wenn du ohne Explosionszauber kommst. Okay, mach ich. Und dir mein Haus in Ruhe lassen. Können wir gerne machen. Fairer Kampf. Wir können das gerne machen. Wir gehen nicht plündern und dafür kommst du ohne Explosion. Am besten 2 vs. 2. Das können wir machen, aber ohne Explosionszauber. Ja, aber ohne Explosionszauber. Okay. Faires Duell. Ja, faires Duell. Können wir uns sogar drauf einlassen. Aber wir dürfen uns, wir machen das, dass wir noch vorbereiten dürfen. So 1-2 Folgen, ja, okay. Und dann Duell. Dann sagen wir die Woche 1-2 Folgen oder so, oder 3, keine Ahnung, und dann die 4. Folge Duell-Folge. Oder so, weiß ich nicht. Können wir machen. Gut. Brauch nur einen zweiten Partner, der mit mir zusammenkämpft. Der irgendwie dasselbe vor Augen hat wie ich. Was denn? Das erzähle ich euch doch jetzt nicht. Sag doch mal. Sag doch mal, Lobius. Lobius. Was können die Zuschauer sich denn darunter vorstellen? Es wird geil, würde ich sagen. Muss ja geil. Auch, irgendwie muss es ja auch Anreiz haben für die Zuschauer, wird da reinzukommen. Fett. Jetzt, ne? Wird dick, fett und... Lass mich aus dem Spiel, hallo. So. Nee, das ist doch gar nicht dick und fett. Hab ich ja nicht gesagt. Wer sagt sowas? Ich nicht. Ich? Aber dann machen wir das Duell nachts. Warum, ja, was nachts? Was meinst du nachts? Das Duell nachts. Was meinst du mit nachts? Im also Spiel nachts? Okay, ich dachte schon. Ich würde am besten mal meine Folgen gucken, ne? Dann wisst ihr Bescheid, was ich meine. Jetzt das habt ihr aber schon zugestimmt, also ihr seid am Arsch. Können ja immer noch ablehnen. Nein. Du weißt ja nicht, was ich in 4 Folgen hab. Oder was ich in 4 Folgen hab. Aber ihr wisst, was ich in 4 Folgen habe und das reicht. Ein Diamantschwert? Verrat das doch nicht. Nein, ich werde. Viel kannst du nicht haben, wenn du uns unbedingt herausforderst. Eben, verlierst du auch sonst so viel. Viel kann dir am Leben ja nicht hängen. Meine Hühner sind groß, was? Ich häng auch nicht so an meinen Samen. Er versteht den Witz irgendwie nicht so. Nee. Dieser Lobius. Dieser Lobo. Ich brauch Samen. Papapapapapapapap. Okay. Okay. Ich bin mal raus. So. Noch Samen. Hallo, ich baue Gras ab und ich kriege keine Samen raus. Oh, hier sind Wanderer. Hose? Der Dia-Pickaxe. Ertrinkt! Ertrinkt! Für eine Dia-Pickaxe? Verrecken im Wasser. Was wollt ihr für die Dia-Pickaxe? 2 Smaragde und 2 Dias, glaube ich, oder so. Oder 2 Gold. Nee, 2, wie heißen die Dinger? Diese Rubine. Und dann tötest du ihn? Nee, ich hab einfach Wasser reinfließen lassen in die Grube da. Aber dann sterben die doch. Ja, ich weiß. Aber das war doch ein gutes Angebot. Das war kein gutes Angebot. Da sind 2 Smaragde gewesen. Ach so, ich dachte nur 2 hier Rubine. Nee, dann hätte ich schon mir gekauft. Smaragde ist echt zu teuer. Na, wobei, wofür brauchst du Smaragde hier im Modpack? Blood Magic. Ich hab Tomaten-Seeds, Blackberry-Seeds. Allround-Samen. Was sind das? Wasser-Artischocken-Samen. Und Samen. Entwickelst du dich zur Anne, oder was ist los? Ja, sie ja. Den kauft auch immer nur so ein komisches Zeug, ne? Der hat auch immer nur Gemüse im Kopf. Immer nur anpflanzen. Das war nicht mal böse gemeint jetzt. Ja, ich brauche jetzt was zu essen. Das ist das Problem. Ich hab ja nichts mehr. Und fühlst du, ey, wär's ja dann scheiße, wenn ich nichts habe. Wenn ich an Anne denke, denke ich immer an Gärten. Da hat grad was geploppt. Ich glaube, die haben Eier gelegt, die Viecher. Ja! Oh, gib mir das Ei. Oh. Echt, wie viele Eier kriegst du so raus? Ich habe mittlerweile 4 Stacks, wenn ich durchgehe. Geil. Oder wenn Nefers zu Besuch kommt, hat er auch 50 neue Hühner. Nee. Ich finde das okay, dann macht die Luke auf und alle sterben. Los Hühnchen, drückt zusammen, kommt, geht zusammen. Seht euch doch, ihr liebt euch.
Ihr lebt euch! Jetzt! Nefias entwickelt sich sehr zum Schrei-Let's-Player langsam. Wird's jetzt sein? Er hat gesehen, dass die Klicks dann hochgehen. Das kann ich in meine Intros packen. Nochmal Call to Action. Das kann ich abonnieren, favorisieren, das, like. Das kann ich in meine Intros packen, weißt du? Stimmt, du machst ja jetzt Pre-Intros. Ja, wenn ich schon Intro hab. Machen wir uns mal ein Schwert. Ich fand das für heute schön. Hab ich das gesehen, das war heute? Da hast du mich geschlagen und hast du gefragt, ach, das ist das, wo warum krieg ich Schaden? So, bitch. My thorns up, bitch. My thorns up, bitch. Und ich nur so, Haut weiter. Ja, und einfach so. Nochmal. Meine süßen Schnuckelhühnchen. Alter, was labert der Junge? Ich töte gerade meine Hühner. Denk, du wolltest sie eben vermehren. Ja, aber jetzt, wo ich das gebratene Chicken rauskriege, ist das doch viel geiler. Ich hab's auch schon vermehrt. Das ist eine Pappnase. Eine Pappnase ist es. Eine Pappnase. Hörst? Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Hä? Was? Krosse Krabbe Pizza. Ist die Pizza für dich und mich. Oh Mann. Wie lange geht die Folge noch? 3 Minuten, okay. Aber Gorobai, was baust du hier? Das weiß er selber nicht. Aber Gorobai, was baust du hier? Keine Ahnung. Aber vielleicht verwirrt es die Plünderer. Also mich. Ich denke, du bist nächstes Mal im Duell dabei. Ja, siehst du? Also, ja. Kann ja keiner was ausräumen. Stimmt ja, stimmt ja. Habt ihr nicht letztens irgendwie zu viert aufgenommen oder so? Ja, gestern habe ich alleine eine Folge aufgenommen und dann sind die von Sofa Gaming und Krabs angekommen. Und ich habe mir so gedacht, wieso fordern die mich nicht? Stimmt. Oder das war echt doof. Das war ja ziemlich doof, wenn du alleine bist. Ja, ich war alleine auf dem Server. Das war echt doof. Warum machen die das denn nicht? Ich weiß es nicht, frag sie. Schreib sie eine Konfi, frag. Ah, vielleicht haben die zu viel Angst vor dir. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Als ob ich kann so sein. Nichts. Was kann ich denn schon großartig? Eben. Siehst du? Nichts. Nichts drauf, außer noch... Zahnbelag, der Junge. Huch, was habe ich jetzt gezaubert? Ach, Levitation. Bin jetzt kurz vor meinem Tod. Möchtest du nicht nochmal sterben in der Folge? Zwei. 2 Minuten? Was schafft er nochmal dreimal zu meinst sterben? Meinst du, es reicht noch, wenn ich noch zu Julia laufe? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich habe auf jeden Fall in der Folge was geschafft. Das ist schon mal schön. Ich auch. Mein Haus ist weiter größer geworden. Hat mehr Ausblick. Blutaltar sieht schön aus. Ja. Ich habe die Gegner verwirrt. Ja, dem, was ich gebaut habe. Ich weiß nicht, warum ich es gebaut habe, aber es ist gemütlich. Es ist gemütlich. Vielleicht tun wir nochmal irgendwas Magisches rein oder so. Bei Gelegenheit. Bei Gelegenheit. So, ich bin hier am Ende. Hier bleibe ich jetzt auch erstmal stehen bis zum Ende der Folge. Also Leute, ihr werdet bei mir erstmal nichts weiter sehen, außer hier stehen. Warum? Weil ich stehe. Warum? Machst du irgendwas Spezielles, Lobius? Ja, es klingt die ganze Zeit. Du stehst auf XP-Kristall, ne? Nein. Goron, ich kenne die Tricks. Das Klingen kennt ihr bestimmt. Oder nee, ich mach jetzt das bei mir Klingen. Seht ihr das gleiche wie bei Lobius. Guck bei Goro. Dies ist mein Reich. Dies ist mein Reich. Nee, Fias, ich hab gehört, du hast das Klingen. Ja, wenn du 50 Kristalle im Haus stehen hast, ist das echt ätzend. Ja, ich so, weiß. Jetzt seht ihr bei mir dasselbe wie bei allen anderen Folgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Liken, kommentieren. Ihr kennt den Scheiß und den Gebims. Call to action. Tschüss. Bis dann, Leute. Tschüss.